Ich bin kein Monster, weißt du. Du hast gesagt, du hast deine Eltern gehört, als du das Haus verlassen hast. Stimmt das? Ich habe zwar nicht verstanden, was sie gesagt haben, aber der Tonfall... Wenn du nicht gehört hast, was sie gesagt haben, kannst du gar nicht wissen, ob es nicht doch ein Streit war. Ich weiß, was ich gehört habe. Also wie du weißt, ist im Obduktionsbericht keine genaue Todesursache angegeben. Stopp! Ich habe ihn nicht getötet. Darum geht es doch nicht. Ich sage nur, dass ich ihm gegenüber aufrichtig war. Aber als Sie ihn mit dieser Frau betrogen haben, waren Sie nicht mehr aufrichtig. Wieso? Also diese Situation hat doch etwas sehr Seltsames an sich. Geben Sie zu, dass er eifersüchtig war? Folgt man Ihrer Logik, waren alle Probleme von Samuel meine Schuld. Du musst anfangen, dich so zu sehen, wie andere dich wahrnehmen werden. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du beschwerst dich über dein Leben, das du dir ausgesucht hast. Du bist kein Opfer. Gar keins, klar? Ich bin ein Mann, der betrogen wurde. Schalt deine Eiseskälte nicht mehr aus! Du bist brutal! Ja, ich bin brutal! Ich habe mich geirrt. Du hast dich geirrt. Ich bin unschuldig, das weißt du, oder?